Ladies and gentlemen, it's time! For another part of Friday the 3rd. Okay, ich weiß nicht, warum ich Englisch rede. Ich weiß es doch auch nicht. I don't know. So, dann machen wir uns den Basketball-Knubbel. Oh, Kreckerli. Krecker. Ich habe Krecker. Krecker, Krecker. Gleich einer rausgegangen. Warum? Warum? Das ist doch für uns nur behindert. Mal abgesehen, außer den Crackerlis habe ich jetzt hier gar nichts gefunden. Okay, das ist halt das nächste Haus dran. Ich kann ja alle Häuser abgrasen. Ziemlich gute Ecke hier. Also jetzt nicht, was man hier kriegt, aber halt. Nice. Zwei Baseball-Knüppel. Tja. Wow. Zwei Baseball-Knüppel. Oh, I have the keys. Nice. Ich habe die Schlüssel fürs Auto. Das ist mein Leben. Mit einem unfähigen Jason, der nichts kann. Nice. Ich hasse es. Das ist mega langweilig, ist das. Sorry. Wenn du nicht Jason sein willst, dann spiel auch nicht Freitag der 13. Ernsthaft. Oder schalt die Wahrscheinlichkeit wenigstens runter. Ich mach mal kurz Fenster zu, ist arschkalt. Kalt. Ganz schön frisch, ey. Aber am frühen Morgen spielen immer viel mehr als abends, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil Freitag 13 ist ja ein Abendspiel. Ach, Jarvis House, warum? Die schönen Maps dürfen wir nie spielen, weißt du? Die Picnic, Higgins Heaven. Oder Crystal Lake, Hauptsache nur dieses Drecks-Jarvis-Haus und Pinehurst, diese Drecks-Maps, die kein Mensch spielen will. Echt mal. Was ist das denn für eine Scheiße? Kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, ist das kalt, ey. Jetzt nehme ich meine Jacke über. Also so ein eine kleine Kapuzenjacke oder. Oh, ist so kalt. Ein paar Fäustlinge wären jetzt auch gut. Ich bin ja der Jason, ey. Langeweile pur mit dem Jason.
Mein Haus. Arsch, das ist mein Haus. Ey. Hey, what's up? Hier kannst du gern das durchsuchen hier. Hier. Ja, okay, dann nicht. Alter, so ein Egoist, Junge. Was ist denn los mit dir? So ein Schwanzlutscher. Ich hoffe, Jason kommt dich holen, Alter. Der Jason soll dich holen kommen. Hier, ich lasse extra die Tür offen. Kann er reinkommen? So ein Arschgesicht. Ich habe Benzin gefunden. Gucken, wieder ein Walkie-Talkie, kann ich zusammen einschmelzen. Daraus eine Waffe bauen. Ich finde aber. Oh, jetzt mache ich eine Karte. Die Karte ist gut. Ich wollte gerade sagen, ich finde ja überhaupt nichts Brauchbares, ey. Ja, sozusagen stimmt's ja auch. Ich finde ja gerade nichts Brauchbares. Ich wollte jetzt aber nicht hier die Scheiße nehmen. Und warum verlassen denn so viele Leute das Spiel jedes Mal? Das ist zum Kotzen. Da hinten ist Jason. Mir kommt jetzt schon wieder das Kotzen. Okay. Bam. Auto betankt. Ich wollte gerade sagen, sind wir nur noch alleine? Kann ja nicht sein. Oh Gott, wenn wir jemals wieder eine schöne Runde Freitag 13. haben oder joinen hier alle mal wieder raus. Ich finde das auch mal so langweilig, Alter. So belanglos, wenn Leute einfach nur rausschauen. Oh, hier ist die. Hier ist das Sicherungshaus. Geil, ich habe normal Benzin gefunden fürs Boot. Wenn ich die Schraube finde, bin ich dabei. Ja, das ist eine Karte nur. Ach komm, betanken wir noch das Boot. Warum denn nicht? Ertrunken? Wieso ist er ertrunken? Was hat er denn gemacht? Ist er schwimmen gegangen oder was? Also ich mache mich im Gegensatz zu allen anderen nützlich.
Gegensatz zu den anderen, die sich überhaupt nicht nützlich machen, die einfach nur doof rumstehen und wie eine Ampel gucken. Ich rufe mal den Jarvis gleich mal. Vielleicht finde ich auch irgendwas Sinnvolles in der Jarvis-Hütte. Sofort Jarvis, ich komme gleich. Nein, ich werde jetzt nicht den DJ spielen. Ist nichts. Kato. Halt's Maul. Ist nicht irgendeine Bärenfalle oder so? Nein, egal. Is anyone there? This is not a prank. We need your help. Jason is killing us. We need your help. Jason's alive. Please help us. Okay. Da haben wir den Jarvis wieder. Die Schiffsschraube, wir können flüchten. Ich will nicht alleine flüchten. Hab mich, wo die anderen sind gerade. Story. Da oben ist jemand, der hat die Batterie zum Beispiel. Gut, geh mal zum Boot. So, mal gucken, ob ich es hinkriege überhaupt. Bin noch nie mit dem Boot abgehauen, aber ich glaube, das ist auch mega riskant. Das Boot einfach richtig tricky ist. Nicht stören jetzt! Nee, jetzt nicht stören! Weil ich gerade mitten in der Aufnahme bin.
Ankommen. Gut, dann mal sehen, wie einfach das geht. Ei, ei, Captain. Wow. Jetzt sink ich. Ich bin nicht Anti-Mate, die können ja auch noch mit dem Auto entkommen. Und die haben die Sicherung. Das war's für dich. Jarvis? Nee, doch nicht. Kommt ja gar nicht. Oh. Da brauche ich das Auto zusammen. Das ist er. Das war's für dich, Alter. Ja. Peace.
Süß. Jason kann jetzt sich nur noch Messer holen und die damit abschmeißen, eventuell. Würde einfach Messer, Jason. Flick's nochmal. Coole Idee, muss ich sagen. Ja, manchmal richtig geile Experten hier. Versuchst durch die Wand, aber er braucht sich aber noch ein Messer holen. Ach Gott. Was soll er denn machen? Fallen legen bringt nichts. Die Lösung ist ja simpler als alles andere auf der Welt. Jetzt warten wir. Drei von sieben gekriegt, ey. Traurig. Nice. Oh, er hat Schock geglitscht. You've done your job well, and Mommy is pleased. Mommy is pleased. Richtiger Bootsfahrer.
Nun gut, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Freitag, der 13. Ich bin Zweifel Pepsi Sack und wünsche euch einen schönen Abendtag, je nachdem. Like das Video und kommentiert das. Bis dann, bye bye.